Der englische Garten in Michelstadt gilt als der älteste archäologische Park Deutschlands. Zum 9. Mal hat hier am Wochenende die Odenwald Country Fair stattgefunden. Die Aussteller der Freiluftmesse decken nahezu alle Themenbereiche ab. Zu sehen ist alles über Gartenmöbel sowie Dekorationen, die unterschiedlichsten Pflanzen, Marktstände und zahlreiche Buden, die das kulinarische Herz höher schlagen lassen. Wir haben mit 40 Ausstellern damals angefangen und heute können wir sagen, wir haben 216 Aussteller aktuell. Bei den 40 Ausstellern muss man sagen, da haben wir damals noch, um auf die Zahl zu kommen, noch die Toilettenhäuschen nummeriert, dass man da drauf kommt. Und das entwickelt sich immer weiter. Wir versuchen uns jetzt hier in den Teich hier noch mit einzubinden. Für jedes Jahr wird immer ein bisschen größer und immer ein bisschen feiner. Und das Konzept kommt gut an. Die Messe lockt jedes Jahr aufs Neue zehntausende Besucher aus der Region und weit darüber hinaus an. Wir kommen hierher, weil der Park sehr schön ist, weil die Ausstellung sehr schön ist. Die Vielfältigkeit der Stände gefällt mir sehr gut und ja, diese Mischung einfach. Und man ist hier im Schatten, kann man laufen, man kann Tiere anschauen. Es ist vielfältig und deshalb gefällt es mir hier. Das ist eigentlich alles Gebote, was man so an Interesse hätte, ne? Von Dekosache bis Schlemmereien. Und gut, meiner Frau gefällt es natürlich noch besser, das ist klar. Hervorragend, ich finde es traumhaft schön, vielfältig, inspirierend für Garten, für Raum, für Mode. Und ich komme garantiert nochmal her. Ich kann es nur empfehlen. Die positiven Rückmeldungen motivieren natürlich die Veranstalter weiterzumachen und Jahr für Jahr über den Tellerrand hinauszublicken. Wir haben einen Riesenaufwand, den wir betreiben. Und dieses Feedback, was wir dann kriegen, macht uns so eine Freude. Es ist immer Motivation, weiterzumachen, es auszubauen und immer schöner und besser zu machen. Wen jetzt auch die Lust gepackt hat. Die Messe beginnt jedes Jahr an Fronleichnam und geht dann 4 Tage lang. Und vor allem nächstes Jahr wird dann ganz groß gefeiert. Da steht nämlich das 10. Jubiläum an.